Fußball 2000, die Top 5 Momente, die uns am meisten gegruselt haben. Darum geht's jetzt. Und unter anderem geht's natürlich auch um. Es geht darum. Und denk dran, ihr Adlers, immer schön abonniere hier den Kanal. Fußball 2000, immer drauf auf die Glocke. Gute, wir sind Fußball 2000 und heute geht's um die Top 5 Gruselmomente der Frankfurter Eintracht. Phil, die Top 5, deine Nummer. Ich fange mal an mit einem Heimspiel, das war irgendwann Mitte der 90er, das war nach dem ersten Abstieg. Die Eintracht zu Hause gegen den VfB Oldenburg. Steppi war zum zweiten Mal Eintracht-Trainer und die Eintracht wurde abgeschossen vom VfL Oldenburg. Und ich saß damals, ich hatte immer Dauerkarte im alten 30er auf der alten Gegengerade und zwei Reihen über mir saß Eckhard Krautzun, damals schon ein alter Mann. Und zudem bin ich während des Spiels hingerannt und habe ihn angebettelt, dass er bitte meinen Verein vor dem drohenden Abstieg in die Bedeutungslosigkeit retten soll. Eckhard Krautzun hat das nicht gemacht. Dann kam, glaube ich, Horst Ermantraut und es ging dann trotzdem wieder bergauf. Aber das war ein Moment, den werde ich nie vergessen, weil ich mich selten so hilflos und dem sportlichen Schicksal ausgesetzt fühlte wie in dem Moment. Wie alt warst du? 14, 15? 14, 15. Aber trotzdem ein ehrenwerter Ansatz, dass du deinen Verein dadurch retten wolltest. Absolut. Ich habe auch tatsächlich einen sehr, sehr gruseligen Moment. Und zwar war ich vor 3 Jahren ungefähr, beim Training der Eintracht. Und auf einmal gab es einen lauten Schrei und einen lauten Knall. Und Jonathan Guzman und Johannes Flum prallten zusammen. Und Johannes Flum blieb liegen und schrie einfach weiter und weiter und weiter und weiter. Und alle Eintracht-Spieler rannten so weg. Also Konstantin Tschakbar kam so auf mich zugerannt, hat irgendwie schon Tränen in den Augen gehabt. Das war wirklich gruselig. Und dann fehlte hier bei Johannes Flum die Kniescheibe, weil die Kniescheibe war gebrochen. Oh mein Gott! Man hatte wirklich der arme Kerl eine halbe Stunde lang rumgelegen, hat geschrien. Da kamen irgendwelche Mannschaftsärzte, haben ihm so Spritzen reingehauen. Und es war wirklich hart. Und dann nach ungefähr einer Stunde flog dann ein Rettungshubschrauber so übers Stadion. Ja. Und alle so, ja gut, so schlimm wird es ja nicht sein mit Johannes. Was macht dieser Rettungshubschrauber? Landete auf dem Trainingsplatz und wurde dieser arme Kerl schreiend mit diesem Rettungshubschrauber abtransportiert. Das war wirklich nicht schön und deswegen mein gruseligster Moment mit Eintracht Frankfurt. Oh Gott, das geht ja. Übrigens, wo spielt er jetzt bei St. Pauli? Und es wurde sogar noch gruseliger, weil Marc Weidenfeller als Augen- und Ohrenzeuge musste erstmals live im Radio reden, dann anschließend über diesen Vorfall. Das heißt, für alle Hörer von HR Info war es ein sehr gruseliger Tag. Ja, oh Gott, das stimmt. Kann ich mir vorstellen. Meine Güte, das ist aber jetzt, du setzt die Latte hier an Halloween auf jeden Fall relativ die Latte. Krass, aber ich hätte es zeitlich gar nicht hingekriegt, dass der Guzman und Flum zusammengespielt haben. Ja, ich glaube, es war der Guzman, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auch kurz gezuckt, aber. Okay, ja, gut. Das war anders. Ich glaube, es war der Guzman. Das werden wir überprüfen, auf jeden Fall. Meine Nummer 3, ein Moment, in dem ich gedacht habe: Scheiße, die Frankfurter Eintracht ist wirklich ganz am Boden angekommen. Christoph Daum. Kommt zur Frankfurter Eintracht. Es gibt ein großes Medienecho. Uli Hoeneß. Uli. Beschwert sich und fragt, was bei der Frankfurter Eintracht passiert ist, dass Christoph Daum mittlerweile zur Eintracht kommt und dann diese Pressekonferenz. Ich sag, wenn der Kopf richtig funktioniert, dann ist er das dritte Bein. Der Kopf kann das dritte Bein sein. Jawohl. Da habe ich gedacht, Alter, okay, vielleicht sind noch ein paar Restbestände in den Haaren nachweisbar. Ja. Aber da habe ich mir gedacht, meine Güte, die Eintracht ist am Ende angekommen. Er hat es leider nicht geschafft. Folgerichtig dann der Abstieg. Aber das war für mich richtig gruselig. Und schön auch seine Pressekonferenz nach dem Abstieg, wo er dann sagte, ich bin nicht gescheitert, ich bin gescheiter geworden. Gott, das hat uns sehr geholfen. Ich war bei dem Training damals da, bei dem ersten Training. Und was auch gruselig war die erste Übung, dass ein gestandener Spieler wie Amanatidis so klatschend über den Platz so tanzen musste. Ja. Da hast du schon Amanatidis in den Augen angesehen. Ach du Liebe. Die haben auch immer Torjubel. Und dann dieser Torjubel trainiert. Genau, und dann dieser verschrobene Co-Trainer. Ja. Roland Koch. Ach, im Himmels Willen. Also da hast du schon gesehen. Dann später zur CDU. Naja. Okay. Oh, ein roter Teufel! Ist das ist ja schon gruselig an sich. Ja, bei mir ist es auch tatsächlich aus der Zeit von Armin Fee. 2012, 2013, erste Runde im Pokal, aus gegen Aue. Das war schon sehr dramatisch. Da war ich auch, da war es sehr, sehr warm. Kevin Trapp hat noch recht früh eine rote Karte bekommen und man hat am Ende 3-0 verloren. Das ist alles, was ich dazu sagen will. Das hat mich traumatisiert offensichtlich, weil das erste war.
woran ich gedacht habe. Aber dabei. Demidorf nicht auch, ist eigentlich vom Platz gefallen. Ja, da waren gefühlt ja, genau, 50 Grad an dem Tag. 50 Grad, ja. Ja, vor allen Dingen haben wir in Aue, genau, die haben uns mit Abwasser abgespült, ja. Und dann saß ich in einem Bus, wo 80 versiffte Leute drin gesessen haben, Alter. Und neben mir stand ein Fan, der die ganze Zeit gesagt hat, Armin, die ganze Vorbereitung ist im Arsch, Armin! Armin, die Vorbereitung ist im Arsch! Da war es aber echt 100 Grad. Das ist wahnsinnig, ist zusammen wie unter der Maske hier so ein bisschen. Das ist alles sehr, sehr warm. Und zwei Saisons später oder so, 2015, ist man übrigens wieder gegen Aue rausgeflogen. In der zweiten Runde und deswegen ist das so ein kleines Schreckgespenst. Also, wir sollten mit dir mal auswärts fahren nach Aue. Dick Schuster! Schreckgespenst. Nee, danke. Das ist aber echt ganz gut gerade, gell? Ja, auf jeden Fall. Die Nummer 1. Auf Platz 1, oh. Basti, was war dein gruseligster Moment hier passend zu Halloween? Lustigerweise hängt der mit deinem zusammen, weil vorher war ja Michael Skibbe da, oder? Ja. Ja. Und es gab einen Moment im Training, aber ich war so im Training, ganz normal, bla bla, bitte gucken. Auf einmal. Ist blutig gerade. Auf einmal prügeln sich Mike Franz und Zavellas. Im Training irgendwie völlig unmotiviert. Die Mannschaft steht drumherum, du hast gemerkt, irgendwie keinen Bock das irgendwie. Und Michael Skibbe war in dem Moment der unbeholfenste Lehrer, den ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Dem ist nichts eingefallen, wie er das lösen konnte. Und dann hast du gesehen, okay, scheinbar stimmt hier irgendwas nicht. Und das hat sich ja danach irgendwann bewahrheitet, obwohl die Hinrunde eigentlich ganz geil war. Hast du da irgendwie gesehen, Michael Skibbe ist ein ganz, ganz merkwürdiger Typ. Was mich an dieser Geschichte gruselt, ist die Tatsache, dass die unter Skibbe offenbar tatsächlich mal trainiert haben. Ja, also ja dass Skibbe pünktlich war, also, dass er auch selber dabei war. Ja, ja. Nee, aber er hat dann quasi wie in der Schule gesagt, du läufst jetzt eine Runde und du läufst eine Runde und dann setzt euch da hin und überlegt, was ich für Mist gemacht habe. Ich habe gedacht, Zavellas hat den angeguckt und eigentlich war es ganz gut, weil Zavellas und Mike Franz haben sich deswegen wieder vertragen, weil die beide sich über Skibbe lustig gemacht haben. Hat aber vielleicht war das seine Taktik. War aber auch ein deutliches Zeichen, dass es mit Skibbe nicht so wirklich lang gut funktioniert. Horny Mike. Ja. Also, das waren die Top 5 gruseligsten Momente der Frankfurt Eintracht. Schreibt doch mal, bitte, was eure Momente sind. Schreibt zum Brei, was ihr denkt. Es gibt ja viel mehr, es gibt viel mehr gruselige Verletzungen, aber wir haben uns die 5 jetzt ausgesucht. Schreibt auf jeden Fall rein und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Blutest und jetzt du? Beiß ich dich jetzt erst. Nein!